Ich sagen, jeder rechnet mit dem Krieg. Ich habe keinen Iraker gesehen, der nicht überzeugt ist, dass der Krieg kommt. Insofern ist alles, was sich in den Vereinten Nationen abspielt, ist im Grunde ein Scheintheater, ein Vorwand. Und ich weiß gar nicht, warum die Öffentlichkeit hier sich darüber berichtet. Die Entscheidung ist längst gefallen, der Krieg wird kommen. Darüber werden wir gleich weiter reden. Zunächst vielleicht noch mal, um die Eindrücke zu komplettieren, Herr Barney, was hören Sie denn von Ihren Freunden und Verwandten, die im Norden leben? Ich habe nicht nur Freunde im Norden, ich habe Freunde in allen anderen Teilen des Iraks. Ich habe Freunde in Bagdad, zu denen ich leider weniger Kontakt habe. Aber ich habe den direkten Kontakt zu meinen Verwandten, Freunden im Nordirak. Sie beten zu Gott, dass der Saddam endlich weggeht, dass er verschwindet. Ja, aber hat man keine Angst vor dem Krieg? Die Lage im Irak ist momentan ein Schrecken ohne Ende. Denn lieber ein Ende mit Schrecken, dann ist das Thema endlich hat ein Ende. Das ist die Situation des freien Iraks, das heißt Nordirak, das ist ein freies Land momentan. Und deshalb können die Menschen ihre Meinung äußern. Wir können nicht erwarten, dass jemand aus Bagdad vor dem deutschen Fernsehen erzählt, Saddam muss weg. Deshalb ist es, ich denke, das ist alles Propaganda, was der Saddam selber macht, 5 Monate vorher Monatrationen zu zahlen. Der macht das, um die Bevölkerung zu befriedigen. Aber die Bevölkerung will kein Essen. Das ist ein Volk, welches momentan in Elend und unter Folter... Die Kurden sind noch nie so gut gegangen wie jetzt im Nordirak. Natürlich, die Kurden können nur verlieren. Das ist das, was ich sage. Die Kurden haben auch keinen Iraker mehr oben, sind völlig autonom. Aber den Kurden fehlen zwei wichtige Dinge. Erstens die internationale Anerkennung, dass sie endlich in Ruhe... Sagen Sie das mal in Ankara. Ja, dass sie in Ruhe da leben. Und zweitens, sie brauchen zumindest... Die Grundrechte, unter anderem die Reisefreiheit. Sie leben dort, aber sie sind eingekesselt im Nordirak. Herr Barney, die Kurden, ganz wichtig, eine der großen Gruppen im Irak. Wir wollen jetzt noch mal vielleicht auf das ganze Land gucken. Ja. Vanessa, Sie gehörten mit zu denen, die ja, unter 2 Millionen auf die Straße gegangen sind in London, für den Frieden auf die Straße gegangen sind. Glauben Sie, dass die jüngsten Abrüstungsschritte, die jetzt Saddam wieder an diesem Wochenende mit der Vernichtung von Kurzstreckenraketen gezeigt hat, dass das irgendeine Wirkung haben wird auf Blair? That impresses the Prime Minister. Dass unseren Premierminister beeindruckt? Haben Sie das gemeint? Ja, ich meine, ob die Abrüstungsschritte ihn beeindrucken könnten, dass er sagt, na gut, dann müsste vielleicht doch ein Krieg noch nicht unbedingt sein. No, I don't think he's, nein. I don't think he's, paying very great attention to ich glaube nicht, dass er sehr viel darauf achtet, was ein Großteil unserer Bevölkerung sagt. That would be first of all. There's a lot of questions. Dies zum einen, aber dann gibt es noch viele andere Fragen und ich soll ja eigentlich kurze Antworten geben hier. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass er nicht gesagt hat, Großbritannien wird die kurdische Republik im Norden Iraks anerkennen. Und ich frage mich, warum? Denn es sollte anerkannt werden. Ich würde trotzdem noch mal, bevor wir in das Thema nachher vielleicht noch näher eingehen, Horst Helczek dann fragen. Sie haben diese Schritte jetzt, die Saddam unternommen hat an diesem Wochenende, glauben Sie, dass er das ernst meint? Glauben Sie, dass das wirklich ein Weg ist, um gemeinsam mit der Drohkulisse ihn endlich dazu zu kriegen, wirklich abzurüsten? Also die Entwicklung im Irak zeigt, dass Saddam Hussein immer reagiert, wenn er vor einem Ultimatum gestellt wird. Und er hat jetzt einen entscheidenden Schritt getan, nämlich die Abrüstung der Raketen. Und er hat ja damit auch Wirkung erzeugt, denn Powell, der amerikanische Außenminister, hat ja bereits angekündigt, dass man die Inspektionen verlängern wird. Die Frage ist, wie lang. Aber das zeigt, dass dieses Spiel, das Saddam Hussein spielt, dass er immer einen kleinen Schritt nach vorne geht und dann wartet, wie die öffentliche weltweite Reaktion ist, um dann erst bei der nächsten Pression, beim nächsten Ultimatum zu handeln. Und die Frage ist, wie lange wird der Westen diesem Spiel zusehen? Oder ist die grundsätzliche Frage nicht zu stellen, reicht es nur abzurüsten oder muss das Ziel nicht letzten Endes sein, dass Saddam Hussein aus dem Amt verschwindet, entweder freiwillig
oder durch Gewalt von außen. Das weitergehende Ziel haben die Amerikaner ja jetzt deutlicher formuliert als vorher. Haben Sie noch irgendwelche Hoffnungen, dass es nicht zum Krieg kommt, Herr Scholz? Sind Sie deswegen noch mal in Hamburg mit auf die Straße gegangen? Oder war es mehr ein symbolischer Charakter? Ich habe noch Hoffnung, dass es nicht zum Krieg kommt. Ich glaube, dass man solche Hoffnungen auch nie aufgeben darf. Und Politik wäre ein allzu zynisches Geschäft, wenn man Sachen immer schon für endgültig entschieden hält. Natürlich gibt es Mächtige, die wahrscheinlich sich längst entschlossen haben, aber auch nicht jeder Plan, auch von Menschen, die sehr mächtig sind, geht immer auf. Insofern denke ich, ist es sehr wichtig, dass jetzt die Bewegung genutzt wird, die auch durch die jüngste Entscheidung, die Raketen zu zerstören, mit eingetreten ist. Es müssen alle Wege genutzt werden, die eine Alternative zum Krieg bedeuten. Selbstverständlich kommt es darauf an, dass Saddam Hussein abrüstet, dass die Inspektoren alle Möglichkeiten bekommen und ein sehr langfristiges Regime auch errichtet wird, bei dem verhindert wird, dass neue Massenvernichtungswaffen entstehen können. Aber ein Krieg ist angesichts der heute viel geringeren Bewaffnung als vor 10 Jahren nicht mehr verantwortbar. Wie lange will man, Horst Helcheck hat es gerade gesagt, Bruce Jackson, Außenminister Paul hat gesagt, gut, die Inspektoren sollen ein wenig mehr Zeit bekommen. Wie viel Zeit bekommen sie mehr? Well, I think the debate in Washington has changed. Ich glaube, die Debatte hat eine Wende genommen in Washington. Diese Politik der Eindämmung, meint man inzwischen, sei gescheitert. Auch die Versuche, zu einer Abrüstung zu kommen, die Zerstörung von 4 Raketen vor den Augen der Öffentlichkeit von 134, die nach wie vor nicht zerstört sind, das ist wirklich nicht der Punkt. Da muss ich Ihnen recht geben. Die Diskussion dreht sich um die alternative Befreiung des Irak oder Befreiung und Beseitigung der Tyrannei im Irak. Und was der Nobelpreisträger als den Frieden der Toten bezeichnet hat, das bringt uns auch nichts. Da kann ein weiteres Ruanda drohen, ein weiterer. Das ist die Alternative, vor der wir stehen. Und die Diskussion in Washington hat sich zwar in den letzten 2 Wochen verändert, verlagert, befasst sich mehr mit der Frage nach der Demokratie nach Saddam, nach der Verantwortung, nach den Aufgaben der einen und der anderen. Die Frage, wie schnell wird es gelingen, einen freien Irak zu haben mit Alternativen der Demokratie, darum geht's. Die Fraktion der Kriegsgegner ist ja nun nicht eben kleiner geworden, Herr Jackson. Es ist ja so, dass jetzt am Wochenende auch noch die Türken gesagt haben, also die zigtausenden von Soldaten, die eigentlich die Amerikaner dort stationieren wollten, das wird nicht passieren. Es ist dafür ja eigentlich eine Menge Geld den Türken geboten worden. Trotzdem haben sie gesagt in der Abstimmung im Parlament, nein, wir werden es nicht machen. Wirft das jetzt die Strategie um? I think that's an overread of what happened. A simple majority was. Also, es gab eine einfache Mehrheit im Parlament am Samstag in der Türkei. Die verfassungsrechtlichen Verfahren sind einfach so, dass die regierende Partei die absolute Mehrheit brauchte, keine relative. Es haben 3 Stimmen gefehlt. Es wird am Dienstag eine weitere Abstimmung geben und dann werden Sie sehen, dass die Entscheidung zurückgenommen wird. Also, diese Diskussion ist ein bisschen falsch gelagert. Die Türken werden am Ende in der Koalition stehen. Sie haben es nie anders angekündigt. Einmal stimmt man ab und wenn es nicht so ausgeht, wie man sich gedacht hat, stimmt man nochmal ab? Oder? Es ist ja eine Schlacht der Lügen von beiden Seiten. Es wird also so desinformiert, glaube ich, wie nie zuvor von beiden Seiten. Und gerade diese türkische Frage, die Tatsache, dass zum Beispiel die NATO zur Kenntnis nimmt, die Türkei würde durch den Irak militärisch bedroht, ist purer Nonsens, nicht wahr? Wenn die Türken wollen, sind sie in 8 Tagen in Bagdad. Und sie werden das auch tun, wenn sie ja auch nur in gewisser Weise provoziert werden. Und ich bin ja jetzt an der Demarkationsliste gewesen zum kurdischen Territorium. Das ist etwa 100 Kilometer tief, da steht kein einziger irakischer Soldat mehr, sodass Saddam Hussein mit seinem Territorium und die Türkei gar keine gemeinsame Grenze mehr haben. Dazwischen liegt ja das kurdische Territorium, in dem sich allerdings schon amerikanische Vortrupps befinden und auch schon ein paar türkische Truppen, nicht in den Städten, aber im Gebirge. Also das ist doch die Situation. Also man redet dauernd von einer Bedrohung der Türkei, was pur Nonsens ist. Kein Politiker steht auf, um zu sagen, das gibt es doch gar nicht. Und die 3 Raketen, die das Saddam Hussein skandiert, die er noch hat, wird er doch nicht auf Derbak hier Wann oder Urfa abschießen. Das ist doch alles Unsinn, was er erzählt hat. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor, Herr Barney, dass wir schon wieder, und ich beziehe da mal Vanessa mit ein, eigentlich über, je näher der mögliche Krieg rückt, immer mehr auch diese über Truppenbewegungen reden, über die Strategie reden und eigentlich die Menschen im Irak in den Hintergrund treten. Das heißt, die Befürchtung davor, wie viel Opfer kann es eigentlich geben. Aber deshalb bin ich hier. Er mordet seit Jahren, er tötet seit Jahren.
Pro Jahr sterben mindestens 10.000 Menschen in seinen Gefängnissen. Wer weint für die Menschen? Kein Mensch im Ausland redet über diese Menschen. Nur, das ist eine innere Angelegenheit. Es wird doch genügend darüber geredet. Nein. Also, das stimmt doch gar nicht. Es gibt also ja ganze Rapporte darüber. Ja. Und jeder, ich habe auch darüber geredet. Und jeder redet darüber. 1988 hat Irak das Kurdengebiet mit chemischen Waffen. Das ist wirklich bekannt. Die Sache von Halabja ist wirklich genügend publiziert. Okay, dann, und eben haben wir noch Bilder davon gesehen. Dann reden wir nicht darüber. Wir reden darüber, ob Saddam tatsächlich diese Waffen hat. Sie können den Inspektoren noch 20 Jahre geben. Sie werden immer was finden. Sagen Sie mir, wo er 850 Kilogramm Anthrax versteckt. Das passt in jeder Karavelle. Ich bin hier nicht der Partei, der von Wie sollen Sie das finden? Was glauben Sie, in einem Land so groß wie Frankreich, dass der Saddam, dass man alles im Irak findet? Das glaube ich nicht. Und der Saddam, der spielt immer bis